Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Letztes Mal standen wir hier vor und wollten das schätzen. Ich habe die Grafik ein wenig heller gemacht und ein bisschen verbessert. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob das auch alles so funktioniert. Ich habe den PC gereinigt. Dann müsste das ja jetzt funktionieren. Laptop ist wohl empfindlicher als ein normaler PC, den man sonst so sieht. Für die Grafik kann man so alles erkennen, so. Ladebildschirme sind ein bisschen lang geworden. Aus Gründen. Und schneller dreht sich der Schild durch diese Welt. Ba, 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 da, ba, ba, da, ba. Bei der letzten Aufnahme war das auch so. Wo ich ausprobiert habe. Also, ich habe nichts gemacht, was jetzt irgendwie von. Ich habe nur ein bisschen, so 2, 3 Minütchen, bin ein bisschen rumgelaufen. Habe noch nicht mal das Gelände hier verlassen. Minecraft ging es. Nein, nein, nein. Nee, ich will das auch letztendlich in die Länge ziehen. Ich will einfach nur. Versuche mal ein paar Knöpfchen zu drücken, wenn wir das so kennen. Ob sich das dann verändert, besser geht, schneller geht. Bis jetzt tut sich gar nichts. Ich darf noch nicht einen Knopf, darf ich nicht drücken, weil dann geht das ganze Spiel weg. Ich habe immer Angst, dass das Spiel, dass der Ton sich verzerrt, aber der verzerrt sich nicht. Das sieht nur so aus, der. Man hört vielleicht das Klacken da unten. Wird das heute noch was? Wenn nicht, dann. Wenn das jetzt nicht in den nächsten 20 Sekunden sich. Achso, ich habe nur da vergessen. Ja, jetzt. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg. Verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Wer ist das Sturmwänden denn? zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Ist ein Dunkelelf, so wie wir. Heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten, um die kümmern uns später, die stehen bestimmt gleich noch immer da. Dann stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch? So, jetzt warten wir hier ein paar Stunden. Start drücken, ne? Sonst funktioniert das nicht. Dunkle Bruderschaft zu rufen? Oh, Grimbar. Steht schon Immer wieder Noviz? Vielleicht ist der Nein, Typ ja auch. Natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Bis jetzt kommt noch nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen soll. Kommen wir hier von der anderen Seite rein? Auf einem dunklen Pfad. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, genug. Hat denn der Ton jetzt so gespackt? Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Wir sollen in das Haus da rein. Ich versuche, Grimwar zu beschützen.
Aber wir leben dann warten wir nochmal ein paar Stündchen. Wir haben ja erst eine morgens oder eine mittags. Ich kenne mich nicht mit der PM und AM aus, nicht mehr. Ich kann nicht. Guck mal gerade weg und wieder hin. Aber da steht noch immer noch Vize dran. La da 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 di. Ich glaube, das ist aber schon abends, ne? Das ist 10. Ja, ja, da steht ja schon der Mond. Jetzt geht der Mond langsam wieder unter. Wir sollen hier rein. Ja, wir probieren es einfach mal. Warte mal, wir speichern hier ab und dann sehen wir ja, was dann passiert, wenn wir hier versuchen, das Schloss zu öffnen. Wenn nicht, können wir ja nochmal laden, ne? Na, fast. Das war zu viel. Ah. Schon knifflig. Vielleicht doch dann in die andere Richtung? Ah. Nee, da darf ja nicht so viel. Vielleicht hatte ich da auch noch eine Mod für hoch. liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Sterbt, Grelot, sterbt! Was? Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Wer ist das denn hier? Liebe Mutter, endlich! Meine Gebete wurden erhört. Wer bist du denn? Was machst du denn da überhaupt? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Wer bist du denn? Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Tut mir leid, Junge, aber ich bin jemand anders. Natürlich seid ihr das. Ich habe gebetet und da seid ihr. Und dadurch weiß ich, dass ihr meinen Auftrag angenommen habt. Welchen Auftrag? Meine Mutter, sie... Aha. ...ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber wieso? Sie ist nicht gütig. Mhm. Sie ist grauenhaft. Ja. Uns allen gegenüber. Ja. Also bin ich weggelaufen. Mhm. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Ja. Ich wollte eigentlich... Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ah, das ist schon wieder so ein kleiner Grafikbug. Ich habe zwar Dings da. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich habe gesagt, ich bin jemand anders, aber er hat gesagt, ja, ist egal, du sollst die töten. Eigentlich hieß es ja, wir sollen zu dem hingehen und was ist denn jetzt los? Um was schätzen zu lassen. Aber anscheinend, wie ist er denn von, wenn die Heimmutter da hinten irgendwo ist, wie kam er denn hier hin? Hat sich da in so einem Übergangshäuschen, was da über so ein, an so einer Brücke ist, wie hat er sich denn da eingenistet, wenn er da nicht so rauskommt, wenn die so schrecklich ist? Ja, also, ja, verstehe ich nicht. Das weiß ich nicht, was man da dran, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Aber wir haben ja noch ein paar andere Aufträge, die wir bewältigen müssen. Mm-hmm.
So, ich will noch mal gerade in die Queste gucken. Keine Zacken aus der Krone brechen. Werde ein vollwertiges Mitglied der Diebesgilde. Ne. Reise nach Barbas. Nein, tun wir auch nicht. Finde den. Die Zeremonienwaffe kann man machen. Die auch. Das auch. Das ist schon abgeschlossen. Das würde ich gerne machen. Vor langer Zeit wurde ein Erzmagier Goldur von seinen drei Söhnen ermordet. Sie nahmen sein Amulett der Macht und an sich und teilten es sich auf. Die Brüder wurden heimlich zur Strecke gebracht und in und über ganzes Himmelrand verstreut. Gräber eingeschlossen. Da, und das Amulett an mich bringen. Ich ihre letzte Ruhestätte auszusuchen. Das wäre auch, was ich machen könnte. Was haben wir denn da eigentlich aktiviert? Da ist eigentlich nichts aktiviert, aber. Ja. Eigentlich würde ich gerne diese Splitter sammeln. Die Grafik habe ich ja ein bisschen verbessert. Alles. Falls man das so erkennen kann. Aber das habe ich ja schon mal erzählt. Gehen wir erstmal da lang. Zu dem. Sprechen mit der erstmal, bevor wir sie töten. Weil ich denke mal, die wird jetzt nicht direkt uns angreifen. Weil sie weiß ja nicht, um was es geht. Wenn sie jetzt natürlich der trotzdem irgendwie böse ist oder so, dann kann man sein noch mal drüber nachdenken. Aber so wissen wir ja noch nichts. Er hat ja nur gesagt, die ist schrecklich. Seine Mutter ist gestorben. Er ist jetzt da in dem Heim drin und die ist nicht gut zu ihm. Ob das jetzt alles stimmt, wissen wir ja nicht. Das werden wir ja dann sehen, wenn wir dort sind. Wir konnten ja nicht ausweichen, wir konnten ja gar nichts machen. Wir sollten eigentlich zu dem dahin. Und er und da was zu schätzen oder... Vertue ich mich da? Ich war noch immer in der Absicht, dass wir da hingehen sollten, mit ihm zu sprechen und was zu schätzen. Aber wir haben ja noch die Gesichtsformerin, wir haben eigentlich einiges zu tun und wir brauchen uns ja auch noch nicht zu hetzen. Wir machen das Ganze in Ruhigen. Weiß ich, wenn es 200 Folgen werden, wenn es 200 Folgen, wenn es 350 werden, wenn es 350. Achso, einfach mal durch die Grafik gerade gefallen. Kann man ja mal machen. Sag jetzt nicht, wir sind jetzt hier eingesperrt. Okay. Dann gehen wir mal außen rum. Ich weiß nicht, was gerade mit den Felsen los ist. Wieso wir da jetzt gerade durchgefallen sind. Aber das Spiel ist ja auch noch ein bisschen alt. Vielleicht ist auch mein Computer gerade nicht auf der Höhe. Weil die Baumstämme sehen gerade aus, als wären sie aus Plastik. Plastik. Wenn ihr ungefähr das herausfinden könnt, was ich da sage, dann wisst ihr ja, was ich... Durch diese Felsen fallen wir durch. Okay, dann gehen wir da schon mal nicht ran. Außer wir müssen gleich da doch rüber. Da ist jetzt noch eine Höhle. Ja. Da könnte man noch mal reingehen, um zu gucken, was es da so gibt. Da ist ein Magier. Sollen wir den jetzt in Ruhe lassen oder greift er uns jetzt an? Weil er da hinten herhuscht. Mit wem kämpft er denn da hinten? Ja, ist es. Komm her, du Arsch! Feuer, Frost, Blitzschläge! Auf euch wartet mannigfaches... Ja. ja, das war's dann.
Hat ja lange gedauert, ne? Okay, er hat uns ein bisschen Schaden gemacht, aber wir haben ja Feuerresistenz, haben wir ja verzaubern lassen. Felsen Moorhang entdeckt. Aha. Dann guck, da war, das war bestimmt hier das Quartier von dem Magier gerade. Mhm. Ich kann noch den Splitter mitnehmen, auch wenn er ein winziger Seelensplitter ist, egal. Kann man ja noch verkaufen. Wir brauchen ja mächtige und so, wir können ja mittlerweile was. So, jetzt speichern wir hier mal vorher ab, bevor wir hier was machen. Und ich denke mal, ich, dann, nach der Folge warte ich dann erstmal, bis ich die nächsten wieder auf anfange. Aber so, hier läuft schon zumindest schon mal flüssig. Ich muss mir dann gleich nochmal die Aufnahmen angucken, ganz genau. Ich setze sie ja gleich wieder zusammen. Ich muss sie ja zusammensetzen. Das ist das einzige Programm, das die so sauber und so schön aufnimmt. Ja, ist ein bisschen länger jetzt hier die Ladezeiten, aber... Das Spiel ist, macht auf jeden Fall Spaß und... Da kann man nichts sagen. Manches weiß ich noch nicht, aber wir haben ja Zeit. Ich muss ja nicht hier alles perfekt spielen oder so. Nur das halt mit den Splittern da, wo wir da in diesem Zwergendorf, Zwergenunterkunft fahren. Sieht schon mal nicht unbedingt aus, dass es hier Vampire gibt. Wenn nicht, dann gehen wir ja direkt wieder raus. Ihr kennt mich ja, ich möchte das Spiel ja spielen, ich möchte ja nicht... Oh. Oh, ja. Die hat leichte Kopfschmerzen jetzt. Könnte ich mir vorstellen. Frostbiss. Ja, das kennen wir ja leider alle schon. Ich war mal wieder zuvor, ehrlich. Hier geht's bestimmt weiter. Kommt bestimmt noch eine Zauberin oder Hexerin oder so. Ich weiß, es sollten... Ja, hier ist einer. So. Ja, hier ist ein... Ach, wie viele sind das denn jetzt? Ach so, die haben noch was beschworen und so. Ja, wenn wir die töten. Vielleicht ist das Ding auch weg. Ihr könnt euch meine Macht noch nicht einmal vorstellen. Ich gebiete den arkanen Energie. Okay. Ja, das habe ich jetzt gemerkt, dass man mit dir, man sich mit dir nicht anlegen sollte. Mann. Wir wären jetzt schon fast Level 20, wenn ich nicht so doof spielen würde. Okay, hier kann man nochmal abspeichern. So. Wo jetzt die eine hier... Wo ist denn die eine jetzt? Bin ich jetzt blind, oder? Warte mal. Hier. Ja, die haben ja nie was dabei. Wir nehmen uns aber die Sachen mal hier mit. Ich sag mal da nichts zu. Ja, die hat ja den Frostbiss dabei, aber den haben wir ja mittlerweile schon. Wenn nicht, ich gehe mal gleich nochmal rückwärts raus. Was war das? Ich wusste es. Die Beschwörung ist jetzt auch von ihr weg. Jetzt müssen wir uns mal kurz ein bisschen ausruhen.
damit der Schrei wieder funktioniert. Und wenn die dann gleich alle kommen, auf einmal, können wir die alle auf einmal einfrieren. Mit dem Frosch, Schrei. Und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Weil, wenn da so viele sind, dann wird schon ein bisschen hakliger. Weil da sind jetzt so 6, 7, 8, 9 Stück, keine Ahnung. Weil die haben ja alles beschworen. Da sind ja hier Bill. Warte mal, bevor wir hier doof agieren. Wo war das noch? Warte, noch mal ein bisschen Heilung dazu. Da sind wir das gut da dabei. Ja, fast immer Level 20. Ist ein bisschen aufregend, aber geht schon alles. Nehmen wir doch mal eine Feuerrunde. Ich werde euch brennen sehen. Ja, ich vergesse das jedes Mal, immer einfach mal so rüber zu gehen und dann... So, auf die andere Hand setzen wir und legen wir uns jetzt nochmal eine Waffe hin. War schon richtig. Das ist alles, was wir können. Ja, im Moment schon. Ich werde euch brennen sehen. Ich werde euch mit Freuden töten. Ich auf die andere jetzt keine Heilung mehr drauf gesetzt. Scheint nicht. Hoffentlich haben wir noch einen Heiltrank. Erstmal ein bisschen heilen, ein bisschen speichern. Wir kommen ja nicht bis hierhin, das ist immer das Gute dabei. Wo kommen denn die letzten hier? Da sitzt du um die Ecke. So. Ach ja. Feuersalz, Feuersalz, brauchen wir alles nicht. Oder vielleicht soll ich das doch mal alles mitnehmen.
Ah, wir haben ja alles weggetan. Hier ist nichts. Gut, sehr, sehr gut. Haben wir alles geschafft. Magisches Leichentuch, okay. Vielleicht hättest du da auch einen mit wieder auferstehen lassen hätten können. Was denn da? Da ist noch was. Dann heilen wir uns mal gerade noch ein bisschen. Oh, die hat ja mal Gold dabei. Was ist denn mit der los? So. Mal gerade gucken, was die eine dabei hatte. Ich ganz vergessen, dass wir ja alles verkauft hatten und verzaubert und alles so drumherum. Hier ist noch irgendwas in der Nähe, was uns jetzt gleich angreifen will. Ich mache noch mal ein bisschen. Ich will wenigstens gucken, dass wir hier erstmal alles getötet haben. Oder? Wo soll man aufhören? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss hier noch sein. Aber das alles werden wir dann in der nächsten Folge wissen. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.